Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu wahrscheinlich der letzten Folge von Keep Talking and Nobody Explodes. Ja, wir haben Blinking Lights 2. Ich sag hoffentlich letzte, weil Blinking Lights klingt so furchtbar nach Morse und ich bin so ein bisschen wie immer Angst haben, dass es dann irgendwie 10 Folgen jetzt noch kommen davon. Ich glaube, mit Morse hatten wir jetzt nicht so viele Probleme. Naja. Du vielleicht aber gut, nicht. Das schnell machen könnte schwierig sein. Wahrscheinlich ist das so, dass du mehrere Sachen gleichzeitig gucken musst oder so. Irk. Na gut. Also wir haben hier Description. Please keep still and only watch astonished the blinking lights. So. 3 Minuten Zeit und 6 Module. Huf. Das heißt, wir haben jetzt 30 Sekunden pro Morse-Teil. Du weißt ja, nur 3 Buchstaben sind eigentlich nötig. Die ersten 3. Ja gut, vielleicht sollte ich mir auch was hinschreiben, wo ich Notizen mache, während du schon suchst oder so. Aber das können wir ja dann noch probieren. Okay. Ich hab mal Start gedrückt. Slate. So, mal schauen, ob wir richtig liegen. Nein! Es ist irgendwas mit Simon Says auf jeden Fall ist dabei und Morse. Okay. Ach so, wir hatten doch Simon Says schon. Naja. Okay, also das erste Morse-Ding fängt gleich an zumindest. Ist aber nicht komplett gleich. Also warte mal. Nee, 3-mal Kurzpause, Langpause, Kurzpause, Kurz-Langpause. Hier war gerade Skype-Unterbrechung. Ja. Oh. Dann können wir es eigentlich schon vergessen. Ja. Wie Skype jetzt? Jetzt geht's. Ich hoffe, dass es nicht gleich wieder ist. Okay, dann können wir jetzt aber ganz kurz nochmal Simon wiederholen, weil das kann ich ja so parallel selber machen. Kein Konsonant war rot wird blau. Kein Vokal. Kein Vokal. Also kein Vokal war das Schwierige, wo man sich das nicht so leicht merken kann. Rot ist blau, blau ist gelb. Gelb grün ist rot und grün ist grün. Genau. Ne? Und bei dem anderen, rot ist blau, blau ist rot, gelb ist grün und grün ist gelb. Genau. Okay, alles klar. Nee, dann starten wir mit Morse. Ich sag dir das dann immer so lange, wie ich sehen kann. Ja. Und dann guckst du und ich versuche derweil mit Simon weiterzuarbeiten und das irgendwie selber zu machen parallel. Okay. Und Knall. Okay. Dann hoffen wir mal, dass Skype durchhält. Hm? Ja, sonst müssen wir uns irgendwas anderes überlegen. Also ich habe dich durchgängig gehört. War jetzt nochmal irgendwie Probleme? Jetzt nicht, nee. Aber gerade eben so. Nach dem zweiten Buchstaben war eigentlich für 3 Sekunden weg. No. Das ist natürlich super. Gerade ja. Bei Blinking Lights. Okay, na interessant, mal wieder 2 zusammengemixte Bomben. Das ist eigentlich mal ganz cool. Okay, ich retry. Okay, Langpause, kurz lang, Kurzpause, kurz Kurzpause, lang kurz lang Kurzpause, lang kurz kurz lang Pause. Das ist 3-5-3-2. Okay, ja, das ist richtig. Dann haben wir. Oh, war da jetzt schon eine Pause oder nicht? Dumm. Okay, jetzt ist Pause, ja. Kurz, lang, kurz, Kurzpause, Kurzpause, kurz, lang, Pause, lang, kurz, lang, Pause, okay. Kurz, 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 Pause. Leak. 3, 5, 4, 2. 5. Das ist richtig. Okay, dann. Moment. Okay. Lang Pause. Kurz, lang, kurz Pause. Das ist 3, 5, 3, 2. Okay, richtig. Okay, jetzt kommt Simon Says. Wir haben keinen Konsonanten. Ja. Warte. Mal gucken, ob ich das noch kann überhaupt.
Okay. Okay, das wird jetzt knapp. Drück mir die Daumen. Was schaffst du? Wir haben es geschafft. Ah, sehr gut. Das hat sich gelohnt. Und wir haben uns voll verrückt gemacht deswegen. Ja, ich habe noch Vorarbeit gemacht. Ich habe hier noch ein bisschen Morse auswendig gelernt, die Tabelle geordnet und angestrichen, womit alles anfangen kann. Und cool. Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall beim zweiten Versuch. Ich glaube so gut. Hey, zur letzten Bombe, ja, sind wir die richtigen Profis geworden. Ja, und das, oder ich würde sagen, wir sind einfach gut in dem. Also das heißt, du bist gut im Simon Says. Wie gesagt, ich staune echt, dass du das auswendig kannst. Ich bin begeistert davon, wie schnell das mit dem Morse ging. Ich dachte, wir leiden da viel mehr und machen da viel. Wir hätten es eigentlich, müssen wir mal ganz ehrlich sein hier, wir hätten es sogar beim ersten Versuch geschafft, ja, wenn nicht Skype so blöd wäre. Ja. Das schneide ich einfach weg, das zählt ja gar nicht. Nee, voll gut. Dann würde ich sagen, reden wir jetzt noch 20 Minuten über die neuesten Spiele. Ja, wir müssen ja Werbung machen für deinen Kanal hier. Ja, stimmt. Da haben wir ja jetzt auch ein Together-Projekt. Ja, und erzähl mal. Und zwar, das ist Lifeless Planet, ein sogenannter Walking Simulator, was nicht ganz stimmt, denn man hüpft auch ein bisschen. Sehr spannend. Ja, und ich darf im Hintergrund ein bisschen Blödsinn erzählen, während Sonora spielt. Ich verlinke euch auch den Kanal natürlich in die Beschreibung. Ja, das wollten wir eigentlich am Ende auch noch sagen. Jetzt können wir natürlich noch 3 Stunden darüber reden, aber das ist ja auch witzlos irgendwie. Ja, mich würde interessieren, wie hat euch das Let's Play gefallen? Sollen Sonora und ich in Zukunft vielleicht mal für eine Free-Play-Bombe so zusammentreffen? Falls die liebe Sonora mitspielen möchte. Ja. Weil ich fand's ziemlich cool. Ich mochte das Spiel sehr. Ja, also ich fand's auch irgendwie geil, dass wir das auch geschafft haben. Es gab natürlich schwere Bomben, aber letztlich hat's dann doch immer hingehauen, weil wir dann sehr hartnäckig waren. Ja, hier, wir sind wirklich, wirklich sehr gut durchgekommen. Also ich bin gerade total geflasht. Ich habe mich so auf wirklich drauf eingestellt, jetzt hier 3 Stunden mit dir rumzusitzen und am Ende weinen wir beide und oh nein, will nochmal probieren, mach nicht mehr. Und jetzt war das gerade so, okay. Ja. Gut, dann machen wir einfach jetzt heute ein bisschen früher Schluss als sonst. Hä? Oder möchtest du uns noch ein Lied singen, Sonora? Ja, das würde ich durchaus machen, aber ich bin ja überhaupt nicht vorbereitet. Daher entschuldige ich mich für heute. Gut, dann schaut mal in das andere Let's Play rein. Bei mir gibt es ja auch noch ein paar Sachen zu sehen. Und ihr hört mich sicher und ich lese euch hoffentlich. Ciao! Tschüss!